Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Der Herr der Ringe Online mit mir, dem Captain. Und als Starkaxzerg Notreb war ich bisher ein hervorragender und vorbildlicher Gefangener, zumindest in Morflax Augen, dem ich ja unterstellt bin. Und deswegen lässt er mich jetzt ohne Wache hier rumziehen. Und nachdem ich jetzt Essen zu den Gefangenen wiederbringen durfte, alleine, kann ich mich jetzt mit den Gefangenen unterhalten. Und einer davon ist Akka. Akka war der Truchsess von Saruman und hat sich um den ganzen Landsitz gekümmert. Doch er fiel in Ungnade und ist auch jetzt ein Gefangener wie wir. Und er will uns jetzt davon erzählen, wie er in Ungnade fiel und welche Geheimnisse uns vielleicht helfen können hier bei der Flucht. Auf geht's! Wir spielen hier allerdings Grima Schlangenzunge. Interessant. Grima ist nämlich an allem schuld, hat er gesagt. Grima ist an allem schuld. Ich stand Sarumans Haushalt vor und erledigte tagtäglich Besorgungen für ihn. Man verlieh mir höchste Ehren. Und ohne die Wurmzunge Grima wäre das wohl heute noch so. Okay. Verrichtete also Sachen. Ich muss hier gerade mal die Lautstärke ändern. Hier stimmt irgendwas nicht. Also die normale Lautstärke nicht, aber die Sprachlautstärke muss ich mal etwas erhöhen. Ne? So. So, was hat er geschrieben? Ich sehe es hier gar nicht. Ich war der Truchsess in Sarumans Haus und kümmerte mich um die alltäglichen Aufgaben. Ich erhielt die Anerkennung und würde noch immer in dieser Position sein, wenn es nicht Grima die Schlangenzunge gäbe. Ah ja, und Grima Schlangenzunge ist offensichtlich der Lakai von Akka gewesen oder zumindest so ähnlich. Ne? Und da vorne sehen wir Saruman und Radagast ist gekommen. Sie reden schon sehr lange, Grima. Worüber sie wohl sprechen? Und ich bringe das mal hier hin, so. Was ist, Grima? Ihr wollt näher ran? Nun gut, doch nur ein wenig näher. Wird mit jedem Tag gefährlicher, Radagast. Ihr müsst es gespürt haben. Das habe ich, Saruman. Das habe ich. Meine Freunde im Wald sind rastlos. Etwas beunruhigt sie. Weiß, was sie dazu veranlasst hat. Die Neuen sind wieder unterwegs. Die Nazgul. Die Neuen? Die Neuen was? Ja, das weißt du nicht, Akka. Könnt ihr euch einen Reim darauf machen, Grima? Unser Meister vertraut euch mehr als mir. Habt ihr von diesen Dingen nichts gehört? Ich muss keiner der Weisen sein, um zu verstehen, dass Radagast besorgt ist. Das gibt auch mir Grund zur Sorge. Ich bin sicher, unser Meister weiß, was zu tun ist. Darum ist er schließlich der Zauberer und wir sind die Diener. Wir wissen, wo wir stehen, nicht wahr? Ja, das tun wir. Meine Diener, kommt her. Sie sind als schwarze Reiter getarnt und suchen eine Region namens Auenland. Sucht Gandalf auf und sagt ihm, ich werde mit ihm sprechen. Ich werde sofort abreisen und so mir das Glück hold ist, werde ich ihn finden, bevor es zu spät ist. Akka bringt Radagast zu seinem Pferd. Grima bleibt einen Augenblick. Na super, darf ich jetzt hier den Filter ändern?
die Sachen weg. Und jetzt hauen sie ab. So, wo ist der Sagen-Chat? So, da. Nur der Sagen-Chat soll jetzt hier überbleiben. Ah, Saruman. Es ist vollbracht. Radagast wird Gandalf finden, so er denn gefunden werden kann. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass er dann mit größter Eile nach Isengard reisen wird. Es gibt noch einige kleine Dinge, um die ihr euch kümmern müsst, bevor mein Gast eintrifft. Grima hatte nicht erwartet, dass Radagast Gandalf finden würde. Doch ich wusste, dass er es schaffen würde. Im Hochsommer kam Gandalf dann schließlich selbst nach Isengard. Ja, sieht ja auch noch ganz schick aus hier, ne? Schön mit Bäumen alles bewachsen, schöner Garten. So gefällt eigentlich ein Turm des Zauberers, ne? Unser Meister hatte recht, Grima. Unsere Wachen berichten, dass Gandalf in aller Schnelle den Fluss entlang reiten gesehen wurde. Und nun ist er hier. Radagast hat getan, worum er gebeten wurde. Kommt, lasst uns Gandalf treffen und nach Orthanc bringen. Kommt, Grima, lasst uns Gandalf treffen. Ja, geh voraus. Warum hast du eigentlich immer ein Schwert in der Hand? Du bist doch nur ein Diener. Du musst doch kein Schwert haben. Guck mal, wie sich Grima bewegt hier. Gandalf! Willkommen im Ring von Isengard! Ich kam so schnell ich konnte. Beunruhigende Neuigkeiten bringen mich hierher. Euer Meister ist das Oberhaupt meines Ordens. Ich suche seinen Rat. Und Kreuzpastillen. Sein Wissen wird dir zur Verfügung stehen, Gandalf. Da bin ich mir sicher. Er hat eine große Bibliothek. Die Wände von Orthanc sind mit Büchern und Schriften bedeckt. Er studiert seltsame, mysteriöse Artefakte. Und sie... Bin ich mit solcher Eile geritten, damit ich in aller Ruhe euren Geschichten lauschen kann? Das Alter hat weder eure Sprechweise verlangsamt, Acker, noch euch vermittelt, wann Eile vonnöten ist. Oh, es tut mir leid, Gandalf, ich plappere so dahin. Ich werde euch zu meinem Meister bringen, und Grima wird sich um euer Pferd kümmern. Du darfst dich ums Pferd kümmern. Gandalfs Pferd ist nach der langen Reise erschöpft und bedarf eines Aufenthalts im Stall mit Futter und Wasser. Grima brachte Gandalfs Pferd in den Stall und ich begleitete den Zauberer. Er sprach ungetrübt über vielerlei Dinge, doch ich konnte sehen, dass er besorgt war. Und jetzt kommt Grima wieder und hört auch, was die beiden sagen. Gandalf scheint mir viel älter zu sein als bei seinem letzten Besuch. Älter und schwächer. Schau ihn dir an und schau dann unseren Meister an. Seht nur, wie Sarumans Kleidung strahlt. Gandalfs Umhang sieht so zerschlissen aus. Es ist sehr großzügig von unserem Meister, dem grauen Zauberer sein Wissen anzubieten. Vielleicht könnt ihr ihm auch gleich bessere Kleidung anbieten. Wenn wir näher herangehen, können wir vielleicht verstehen, was sie sagen. Ihr habt mir über Radagast beunruhigende Worte überbracht, Saruman. Ihr könnt mich nicht wie einen geduldigen Verkäufer auf den Stufen von Orthanc sitzen lassen. Ich würde diesen Fehler nicht machen, Gandalf. Ich kenne den Brunnen deiner Geduld. Und er ist ausgetrocknet. Ich habe gesehen, was Mittelerde erwartet. Steigt hinauf, Gandalf. Wir werden diese Dinge besprechen,
wo meine Diener sie nicht mit anhören können. Ja, wir dürfen es nicht mit anhören, oder was? Und, du latschst jetzt hoch, Gandalf? Grima kommt näher. Bleibt fort! Ich möchte nicht gestört werden, bis ich nach euch rufe. Ich weiß nicht, was sie in dieser hohen Kammer besprochen haben. Danach durfte nur noch Saruman nach freien Stücken kommen und gehen. Ja, da haben sie wohl gekämpft, ne? Und dann hat Saruman Gandalf entwaffnet und ihn hier oben auf die Zinne von Orthanc gesperrt, wo wir uns jetzt drauf befinden. Ah, Grima und Akka. Nein, ich werde mich nicht davon abbringen lassen, Grima. Er ist ein alter Mann und verdient es nicht, von unserem Meister so behandelt zu werden. Wenn Saruman fürchtet, dass Gandalf böse Pläne gegen ihn ausheckt, dann haltet ihn meinetwegen gefangen. Doch bitte in einer angenehmeren Zelle. Die Spitze ist den Elementen ausgesetzt. Solch eine Behandlung ist grausam und ziemt sich nicht für Saruman, den Weisen. Wir haben nicht das Recht, Sarumans Entscheidung anzuzweifeln. Doch ich werde tun, was ich kann, um Gandalfs Aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich zu machen. Eine extra Portion Brot wird nicht schaden. Saruman braucht davon natürlich nichts wissen. Gandalf, Gandalf, ich habe euch etwas mitgebracht. Gandalf? Ich habe kein Interesse an Brot, Truchsess. Ihr könnt mich aus Isengard befreien? Dies ist das Einzige, was das ich wünsche. Ich kann nicht den Rest des Sommers damit verbringen, auf diesem Dach hin und her zu laufen. Es wartet Arbeit auf mich, versteht ihr? Ich kann hier nicht bleiben. Mein Meister Saruman befiehlt, dass ihr hier bleibt. Saruman? Er hat den Pfad der Weisheit verlassen. Er war nur, wer mit seinem Rang nicht zufrieden und nennt sich nun Saruman der Vielfarbige. Er prahlt damit, sich seinen eigenen Ring zu schmieden. Welcher Wahnsinn! Einen Ring zu schmieden und will Saurons Herrschaft herausfordern. Welch ein Wahnsinn! Danke für das Brot, Akka. Keine Ursache, Gandalf. Mein Meister wird sicher bald zur Vernunft kommen und euch freilassen. Ja, ja. Versprecht mir, dass ihr unserem Meister nichts davon sagen werdet. Wir haben natürlich nichts falsch gemacht. Das bringt doch nichts, ihn deshalb zu belästigen. Was für ein Unterschied macht schon ein Brotlaib. Niemand wird ihn vermissen. Grima versprach mir, dass er mich nicht verraten würde. Grima war ein Lügner. Und so zog Grima jetzt hier hoch. Und da drüben ist Saruman und sprach mit Saruman. Saruman hört zu, als ihr atemlos von Akkas letzter Brotlieferung an Gandalf und der darauf folgenden Unterhaltung berichtet. Ihm steht die Wut ins Gesicht geschrieben. Warum habt ihr Akka dies erlaubt? Nichts nutzt. Was hättet ihr getan, wenn er Gandalf erlaubt hätte, herunterzukommen?
Was wäre eure Antwort gewesen, wenn mein wertloser Truchsess ihn befreit hätte? Saruman wird her über seine Wut, doch sein Ton bleibt streng. Von nun an darf niemand mehr die Stufen zur Spitze emporsteigen, außer mir selbst. Ich werde Akka ins Verlies werfen, wo er genügend Zeit haben wird, um über seinen Verrat nachzudenken. Er wird keine Kruste zu beißen bekommen. Lasst ihn stattdessen Schweinefraß essen. Ihr werdet Akkas Pflichten übernehmen, bis ich neue für euch habe. Und das werde ich, Grima. Schon bald sollt ihr in eure Heimat zurückkehren. Doch noch nicht sofort. Noch in dieser Nacht wurde ich ins Verlies geworfen. Und hier sitze ich nun. Das war die Geschichte von Akka, dem Truchsess von Orthanc. Er war zu gutmütig und hatte ein Leibbrot für Gandalf über. Und das war nicht gut, zumindest in Sarumans Augen. Das war nicht gut in Sarumans Augen. Und so stehen wir hier und reden wieder mit Akka. Ich mag euch. Ich werde euch bei eurer Flucht helfen. Versteht ihr nun, wie es war, Freund? Ich habe Saruman viele Jahre gut und treu gedient. Und wäre Grimas Lügen nicht gewesen, würde ich es immer noch tun. Ich mag euch. Ich werde euch zur Flucht verhelfen. Es gibt einen Weg aus dem Ring, von dem nur ich weiß. Ihr werdet ihn ohne meine Hilfe nicht finden. Sagt eurem Freund, wenn er uns an die Oberfläche bringen und für eine Art Ablenkung sorgen kann, werde ich uns aus dem Ring führen. Na gut. Du kannst also uns rausbringen. Mal schauen. Bald gar. Der Truchsess will uns helfen. Gut. Gut, ich mag es nicht, so von ihm abhängig zu sein. Aber es scheint, wir haben keine andere Wahl. Seht zu, dass die Uruk-hai nicht herausfinden, was ihr vorhabt. Ja, und wir haben aber ein neues Stück Gegenstand von unserer. Nein, nicht davon. Von unserer Zieruniform bekommen. Hier. Wir haben ein paar Stiefel des Gefangenen bekommen. Jawohl. Die ziehen wir gleich an. Und jetzt laufen wir nicht mehr barfuß rum, sondern können uns die Füße mit ein paar Sachen zumindest grob zusammenschnitzen hier. Na gut. Kapitel 24. Eine Prise Schwarzpulver. Akka wird uns erzählen, wo sich der Geheimpfad befindet, der uns aus dem Ring herausführen wird. Allerdings brauchen wir zwei Dinge. Einen Weg aus diesen Zellen und ein Ablenkungsmanöver, das die Uruk-hai ausreichend beschäftigen wird, wenn wir die Oberfläche erreichen. Als Fasch mich zur Arbeit aus meiner Zelle holte, sah ich einige von Sarumans Experimenten. Bei einem davon wurde Schwarzpulver eingesetzt, das nach seiner Entzündung einen enormen Lärm und Qualm erzeugt. Manche der Maschinen scheinen dieses Pulver abzugeben. Wenn ihr genug davon sammelt, könnten wir es für unser Ablenkungsmanöver nutzen. Eure Bewegungsfreiheit wird uns helfen, Notrep. Doch müsst ihr den Schein wahren. Gebt den Uruk-hai keinen Hinweis darauf, was ihr vorhabt. Meldet euch bei Sagruads an den Schmieden und führt seine Arbeit zusätzlich zum Sammeln des Pulvers aus. Ja, jetzt gibt der mir schon Befehle oder was? Erst sind es die Uruk-hais und jetzt ist es der Gefangene. Aber gut, wir werden es tun. Wir werden jetzt uns Schwarzpulver besorgen. Da müssen wir noch sehen, dass wir eine Ablenkung kriegen. So, ab zu den Schmieden. Ja,
die Gefangenschaft in Isengard ist übel und hält uns lange weg von den Dunländern, denen wir eigentlich helfen wollten, und sich gegen Saruman zu stellen. So, ab aus den Zellen. So, da können wir dann links runter. Glaube ich, runter. Nein, nicht ganz. Aber wir können die Abkürzung nehmen. Komm. So, Sagurz. Da sind wir wieder. Ach, du willst noch mehr Arbeit? Ah, sehr gut. Es gibt jede Menge zu tun. Also lasst euch von mir nicht bei einem Nickerchen erwischen. Sagurz deutet auf die verstreuten Waffen in der Nähe der Schmieden. Einer eurer Leibeigenen des alten Mannes ließ ein Fass mit Waffen fallen und versuchte sich dann davon zu stehlen. Man hat sich um ihn gekümmert, aber nun liegen hier überall verstreut Waffen herum. Sammelt sie auf und legt sie zurück in das leere Fass dort. Ah, wir sammeln dabei Schwarzpulver. Und eine Waffe. Und noch eine Waffe. Und noch eine Waffe. Und noch eine Waffe. Und Schwarzpulver. Und noch eine Waffe. Und Schwarzpulver. Und noch eine Waffe. Und noch mal etwas Schwarzpulver. So, sammeln wir noch die anderen Waffen auf. Haben wir ein bisschen Schwarzpulver gesammelt. Und die kommen in das Fass. Und was will er jetzt? Gut, ich bin froh, dass du diese verstreuten Waffen gesäubert hast. Der Tölpel, der sie fallen ließ, kam weiter als üblich. Er schaffte es bis zur Rampe dort drüben. Ich wünschte nur, er hätte nicht das Fass umgeworfen und mir zusätzliche Arbeit beschert. Ihr atmet erleichtert auf, weil Sagurz nichts von eurem Diebstahl des Schwarzpulvers bemerkt zu haben scheint. Kehrt mit dem Schwarzpulver zurück zu Baldur. Na gut. Also gehen wir jetzt nach Norden. Ah, hier ist die Strecke, wo man lang gehen muss. Dann kommen wir jetzt hoffentlich endlich raus hier. Ah, vielleicht auch noch nicht. Wir haben die Ablenkung noch nicht. Ach, wie kommen wir denn da jetzt hoch? Da geht's hoch. Ah. Komm, beeil dich. Wir wollen das Schwarzpulver machen hier. So. Na los, hopp. Mach hinne. Wir wollen doch endlich ausbrechen hier. Wir sind schon viel zu lange Gefangene. Schon viel zu lange. Baldur, was sagst du? Ihr habt etwas von dem Pulver beschafft. Perfekt. Das ist der Schlüssel zu dem Ablenkungsmanöver, das wir brauchen werden, wenn wir die Oberfläche erreicht haben. Wie ging nochmal der Spruch mit den Fliegen und der Klappe? Letzte Vorbereitungen, Kapitel 25.
Die Wachen bringen uns nicht oft zum Arbeiten an der Oberfläche, aber einmal konnte ich beobachten, wie einige die Kriegsmaschinen innerhalb des Rings zusammengebaut wurden. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauern wird, bis alle fertig sind, aber wenn wir irgendwie verhindern können, dass eine Kriegsmaschine Isengard verlässt, dann sollten wir zuschlagen. Wie heißt es doch, zwei Fliegen mit einer Klappe? Ich glaube, dass das von euch aufgesammelte Schwarzpulver uns nicht nur zu einer Ablenkung verhilft, sondern auch gleichzeitig eine der Maschinen zerstören könnte. Geht zur Oberfläche und verteilt das aufgesammelte Schwarzpulver in der Nähe der größten Kriegsmaschine. Ihr findet sie südöstlich der Stufen von Ortang. Ihr solltet genügend Pulver für 4 kleine Haufen haben. Wenn es für uns an der Zeit ist zu fliehen, werden wir damit die Kriegsmaschine in Brand setzen. Brecht jetzt auf, die Tür zur Oberfläche befinden sich. Brecht jetzt auf. Die Tür zur Oberfläche befindet sich an der nördlichen Wand der Höhle. Jo, dann weiter geht's. Weiter geht's. Oh. So, also. Dann müssen wir jetzt zu den Kriegsmaschinen und dort das Schwarzpulver verteilen. Jetzt hier raus im nördlichsten Teil. Ach ja, wir müssen hier. Oh nee, wir müssen einmal komplett rum. Mann, ist das blöd. Wir müssen jetzt wirklich einmal komplett rum. Weil ich kann nicht einfach hier rüber, ne? Das geht nicht. Ich meine, ich kann zwar hier hin, so. Aber. Da geht's nur runter. So. Und man muss wirklich einmal komplett rumlaufen oder man muss durch die Mitte runterlaufen. Ja, ich fürchte, man muss durch die Mitte runterlaufen. Weil das... Die haben das schon so geschickt designt, ne? Ich würde es ja auch so machen. Also, die Zellen würde man ja nicht direkt neben den Ausgängen postieren. Das wäre ja auch unsinnig. Nur jetzt kannst du mal langsam wieder schneller laufen. So stark hast du die Beine auch nicht gebrochen. Tempo, Tempo, Tempo. Los. Jetzt dürfen wir wieder hier drüben hoch. Da hätte man hier auch hochgehen können. Ja, wahrscheinlich. So. Ab nach draußen. An den Kasernen vorbei, ne? Also die Verliese... Gehen da lang und dann muss man an den Kasernen vorbei. Ne, an den Küchen vorbei. Dann an den Kasernen. Und dann geht's zur Oberfläche. So. Jetzt will ich nochmal gucken. Ah ja, da wäre es auch runtergegangen. Stimmt. Das hätte man auch machen können. Hat sich noch mal ein paar Meter eingespart, aber nicht wirklich viel. Komm, beeil dich. Los, Zwerg. Oh, man merkt überhaupt nicht, dass ich hier die schnellere Laufschuhe gegeben habe, ne? Nein, da geht's nicht lang. Wir müssen da lang. So. Ach, und wir müssen darum, ja. Links hoch, runter, so, hier. Den Weg hinauf.
ist der Ausgang. Ab zur Oberfläche. So, die Kriegsmaschinen befinden sich hier im östlichen Teil. Wo sind sie denn? Sind sie da oben? Ja, die sind da oben. Nee. Ach doch, hier. Verstreut das Pulver in der Nähe der Maschinen. Gut. Ihr verstreut ein wenig Schwarzpulver auf dem Boden. Aber das ist doch keine Kriegsmaschine hier. Das ist doch nur so ein Bauturm. So, dann sprechen wir mit Tuck. Was hattest du dort hinten verloren? Erkläre dich! Was lungert ihr hier rum? Nun, mir gefällt eure Visage nicht. Macht endlich euren Mund auf. Tuck zieht euch gierig an. Er ist sich sicher, dass er euch bei etwas Verdächtigen erwischt hat, weshalb ihr ihn durch ein Gespräch in Schach halten müsst. Ihr sagt ihm ärgerlich, er sei Morflaks Wille, dass ihr unbewacht in Isengard umhergehen könnt, und wenn Sargurz Morflaks Wünsche in Frage stellen würde, könnt ihr jederzeit ein Treffen arrangieren. Taxgepolter, verstummt augenblicklich. Erzähl ihm nichts hiervon! Es tut mir leid, ich wollte nichts Böses. Wirklich, ihr braucht Morflak nicht zu belästigen. Na, okay. Sprecht mit Morflak oder mit Baldgar. Ja, vielleicht reden wir mit Morflak mal direkt. Komm, dann wirst du wenigstens gleich abgelöst. Tuck hat euch ein Problem mit Schwarzpulver an der Kriegsmaschine verstreuen wollt. Ihr könnt jetzt entweder mit Morflak über Tuck sprechen, womit ihr gedroht hattet, oder ihr könnt direkt zu Baldgar in die Verliese unter Isengard gehen. Die Tür in den Tiefen befindet sich im Norden von Ortgarn. So, nee, wir reden jetzt mit Morflak. Wir werden Tuck jetzt verraten. Aber das verrät ja auch, dass wir nach oben gegangen sind, ne? Schwierige Entscheidung. Ah, wir verpetzen ihn trotzdem. So. Wir sind treu zu Morflak. So. Ach, komm schon, beeil dich. Da hinten ist er. Da unten ist er. Da steht Morflak. Morflak starrt euch einen Moment an, bevor er spricht. Tuck hat euch Probleme bereitet. Weiß er nicht, dass ihr zu mir gehört? Ich werde dafür sorgen, dass sich einer meiner Jungs um ihn kümmert. Keiner lässt es Morflak gegenüber an Respekt fehlen. Na gut, also Tuck ist dann auch gleich aus dem Weg geräumt. Super, dann auf jetzt wieder ins Verlies runter. Aber das machen wir wirklich beim nächsten Mal, denn dann geht es endgültig um die Flucht hier. Bis denne, sagt der Captain.